Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Etwas wieder am Start und zwar bei der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um die Kameratasche, also den Kamerarucksack, wie ihr hier schon sehen könnt. Ein ziemliches krasses Geschoss und der ist auch richtig krass verarbeitet, also richtig hochwertig. Hat auch jede Menge Staufächer, die man zum Beispiel hier vorne sehen kann. Halt, bleib mal stehen. So, hier für Krimskrams und Kleinigkeiten hat man hier so, seht ihr, wie weit die Finger reingehen. Kleine Verstecke, so, für, was weiß ich, SD-Karten oder so, oder was man auch hier gerade so reinlegen möchte. Und dann hat man hier noch die Möglichkeit, das gegenüberliegend in Taschen reinzupacken. Also das täuscht regelrecht, wie krass der Größenunterschied ist. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben wir hier vorne auch noch die Möglichkeit, eine Spiegelreflex oder irgendwie eine gleich große Digicam unterzubringen. Auf. Mal schauen, weil wir hier vorne einen richtig krass gepolsterten Unterbau haben, wie ihr hier sehen könnt, den ich auch mit Klettverschlüssen verstellen kann. Und hier hinter, achso, das ist das ganze System, genau. Da kann ich also sehen, was da reinpassen soll. Echt krass, so heißt es. Ihr habt jetzt den Rucksack natürlich auf dem Rücken und ihr seht es von der Seite her. Da komme ich jederzeit ran, ja. Also wenn der andere ran muss, kann man das einfach rausklappen, das System. Und an die Kamera oder was auch immer da unten sich befindet, kann man dann rankommen. Dann haben wir hier natürlich hier oben noch zusätzlich die große Tasche. So, wir schauen mal ganz kurz. Einmal hier mit einer Hand. So. Und was passiert so alles rein? Hier kriegen wir doch tatsächlich noch einen Laptop rein. Oder ein Netbook an der Stelle erstmal. Wollen wir mal gucken, was wir da so alles reinbekommen. Ja, gucken wir. So, wir nehmen jetzt mal entweder ein Notebook oder einfach nur ein Netbook. Netbook hinten reingeschoben, kriegen wir sogar ein großes Notebook noch zwischen, ohne Probleme. Dann haben wir hier vorne natürlich auch nochmal Möglichkeiten, was reinzuschieben hier, wie Kleinigkeiten, Powerbanks oder dergleichen. Ansonsten können wir hier hinten alles schön ausfüllen. Mit verschiedenen Kartons. So, damit wir mal sehen, was da so alles reingeht. So, so und so. Passt schon mal ordentlich was rein. Also wenn das zwei Digicams wären, ohne Probleme. Dann hier oben, Moment, kriegen wir noch mal was rein. Dann machen wir den mal zu. Würde sogar noch was reingehen, aber wir wollen es gerade mal nicht übertreiben. Sonst muss ich hier mein ganzes Equipment immer von A nach B umladen. So. Na, muss mal ganz kurz ein bisschen rumstuken. So. Dann funktioniert das Ganze auch. So. Weiter geht's. Hier vorne haben wir nämlich noch einen weiteren Back drinne. Und da sieht man auch, da kann man unten drauf zugreifen. Oder man dreht einfach das Gerät einfach um. So. So, dann könnt ihr hier unten Kamera und Equipment und was weiß ich nicht noch alles. Ich stecke jetzt hier einfach mal ein paar Lautsprecher rein, weil es kein Problem ist. Müssen wir mal schauen. Den großen kriegen wir wahrscheinlich so nicht. Der muss dann quer rüber hier. Also das ganze Gerät hier wieder so zu. So, dann haben wir das Ganze so drinne. So muss das natürlich sein. So, komm mal her. So, dann haben wir das hier schon mal untergebracht und so langsam nimmt das gute Gerät auch schon Form an. Und dann kann ich bloß sagen, wir haben hier oben noch die Möglichkeit, noch weiter was reinzuschieben. Warum auch nicht? Weitere Batzen an, was weiß ich, Powerbanks, Kartons und dergleichen kann man hier mal hinstellen oder reinlegen. So, dass ihr mal ungefähr seht, was so ein kleines Gerät hier schlucken kann. Das ist schon mal sehr praktisch. So, und dann geht es natürlich immer noch weiter. Wir haben hier die Kamerataschen, wie man jetzt hier auch nochmal erkennen kann. So, sturzgefährdet ist ja natürlich auch. Wie gut, dass da nichts Wertvolles drin war. Aber wir schauen mal. So, um wollte ich es eigentlich hinstellen. So, wir haben jetzt hier noch, an der Seite gar nicht, an der anderen Seite war es. An der anderen Seite haben wir noch die Möglichkeit, etwas unterzubringen. Und wisst ihr, was hier noch drin ist? Guck mal, hier haben wir wie so eine Art ausziehbare Tasche. Und auch da findet noch mal irgendetwas Platz drinnen. Habe ich ja so auch noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig genial. Kann man das Ganze hier wie so mit so einer Art Zipbeutel hier schließen.
Ja, tolles Gerät, muss ich wirklich sagen, kann man auch nur loben. Vorne Platz, hinten Platz. Wir haben jetzt hier an der Seite noch diese Stripes, dass man das Ganze dann noch aufklippen kann. Wozu macht man das? Weil wir haben hier hinten noch dicke Polsterungen drin. Also hier wirklich, hört man sogar, ja. So, da ist es bequem, das Ganze so zu tragen. Das macht echt Spaß damit. Und hier, sie sind auch gut gepolstert. Hier kann man sich das Ganze dann nach vor den Bauch vorklippen. So sieht man zwar etwas besser. Und dann hat man die Schulterpolster und natürlich noch so einen kleinen Bauchgurt, wo das Ganze hält. Warte mal, wenn man das jetzt hinten drum hat, wo kann man denn das denn hinten festklippen? Irgendwie am Rücken oder auch unten? Ich weiß jetzt gar nicht, müsste ich mal aufziehen dafür. Ja, auf jeden Fall sehr stabil ist der Gute. Da kann man an sich nicht meckern. Da passt eine Menge was rein. Toller Rucksack an der Stelle erstmal und wir sehen uns.